alte Schätze. So der Titel dieses Films, der uns mit Fotos, Filmen und einzelnen Erinnerungsstücken in die Jahre 1978 und 1989 führt. Das Bildmaterial ist von Gerhard Krohn, der als alter Mühlhäuser dieses Material zur Verfügung gestellt hat. Beginnen wir mit dem Merkblatt des ehemaligen Hotel Stadt Mühlhausen, auf dem wichtige Hinweise für die Hotelgäste vermerkt sind. Diese Hinweise waren auf dem Hotelausweis rückseitig aufgedruckt. Besonders für Bürger der Bundesrepublik war es wichtig, diesen Ausweis bei allen Ausflügen mitzuführen. Er galt für die DDR-Behörden als Meldebescheinigung. Dieser Papierschnipsel ist eine Quittung des Intershops. Dieser befand sich 1978 im Gebäude des Hotels. Die Zweigstelle in der Röpplingstraße wurde erst Anfang der 1980er Jahre eingerichtet. Der Intershop war eine DDR-Handelskette, wo man für frei konvertierbare Währung wie D-Mark oder Dollar Waren aus dem sogenannten Westen meist zu überhöhten Preisen kaufen konnte. Nicht zu verwechseln ist der DDR-Intershop mit der Intershop AG aus Jena, die Software anbietet und erst 1992 gegründet wurde. Damit kommen wir zu Belegen aus dem Jahre 1989. Bevor sich im November dieses Jahres die Grenzen zwischen den beiden deutschen Staaten öffneten, waren einige Dinge bei der Ein- und Ausreise der Westbürger zu beachten. Ganz wichtig war die Zoll- und Devisenerklärung. Hier mussten ein- und ausgeführtes Bargeld, Geschenke und zum Beispiel die Videokamera mit Kassetten angegeben werden. Natürlich gab es auch eine Quittung für entrichtete Visagebühren und die Straßenbenutzungsgebühren. Einige andere Souvenirs sind hier zu sehen. In diesem Umschlag wurden dem Hotelgast zum Beispiel Nachrichten oder die Post übergeben. Auch eine Tischrechnung hat die Zeit überlebt. Man beachtet die doch recht gepfefferten Preise, zum Beispiel 2,40 Mark für ein Erfurter Angerbräu. Auch dieser Glasuntersetzer des Ammerschen Bahnhofs hat die Zeit überdauert. Interessant ist auch das Antwortschreiben der Mühlhausen-Info auf eine Anfrage zu kostenfreien Informationen über Sehenswürdigkeiten der Stadt. Der Bürger der Bundesrepublik wurde höflich darauf aufmerksam gemacht, dass diese Informationen in kostenpflichtigen Publikationen bei einem Mühlhausen-Besuch erworben werden können. Beachtenswert sind die Preise auf den Eintrittskarten der Stadtbefestigung. Heute beträgt der Eintrittspreis 5 Euro. Das ist eine Preissteigerung innerhalb von 30 Jahren um 500%. Aber ehrlich, mit dem geringen Eintrittsgeld zu DDR-Zeiten wäre eine ständige Werterhaltung der Stadtmauer mit Sicherheit nicht möglich. Kommen wir zu den ersten bewegten Bildern. Dazu holen wir uns einen Fernseher. ...1978 waren die Filme zwar schon in Farbe, aber ohne Ton. Auch war das Standard-Seitenverhältnis 4:3. Auch wenn die Bildsequenzen relativ kurz sind, wie hier am Untermarkt und in der Röpplingstraße, zeigen sie doch recht anschaulich, wie unsere Stadt am Ende der 1970er Jahre aussah. So zeigt sich das Spanteich-Areal mit Teich, Bad, Saal und Spielplatz nach der Generalsanierung in sehr gutem Zustand. Einzig die alten Stahlgittermasten aus den 1920er Jahren standen immer noch entlang des ehemaligen Straßenbahnrasengleises am Nordufer. Schön wie eh und je präsentierte sich das Popperöder Brunnenhaus als eines der Schmuckstücke von Mühlhausen. Allerdings durfte man nicht auf die hinteren Flächen schauen, denn dort war gerade der Abriss des ehemaligen Gutes Popperöder abgeschlossen und das Gelände sah etwas ungepflegt aus. Weiter geht's ins Johannistal. Da
Damals hatte die dicke Linde noch ihre vier Hauptäste und stand am Ufer des wilden Feldwehres, wie das Aquädukt der Breitsülze unter dem Johannistalbach hindurch genannt wurde. Mit der eingelassenen Bank am Stamm stand sie auch damals schon müden Wanderern als Schattenspender und Ruheplatz zur Verfügung. Hier beginnt auch der Arionweg hinauf zur Weinbergsiedlung. Eine kleine Pause am Johannistalbohren und ein Schluck kühles Quellwasser, dann ging es weiter den Hagebuttengraben hinauf bis zur Thuringia Brauerei in der Johannesstraße. Ein filmischer Sprung und wir sind mitten in der Innenstadt. Von der Linsenstraße aus kann man gut die etwas schiefen Türme der Divi-Blasi-Kirche sehen, bevor es durch die Kuddelgasse ins Gerberviertel an der Schwemmnotte und von dort aus weiter in die Radstraße geht. St. Marien als größte Kirche der Stadt darf natürlich nicht fehlen. Geschäftiges Treiben herrschte auch damals schon auf dem Obermarkt zwischen Post und Brotlaube, auf dem Steinweg und in der Görmer Straße. Vom Untermarkt machen wir wieder einen Filmsprung an den Stadtberg. Hier blickt der Löwe über die Stadt, obwohl das Ehrenmal, das er krönt, zu dieser Zeit schon in einem recht bedauerlichen und vernachlässigten Zustand war. Nun geht es per Auto den Bastmarkt hinauf bis zum Blubach, dem inneren Frauentor, dem Raben- und Hospitalturm und dem Münsterdenkmal an der Stadtmauer. Immer ein gutes Motiv ist das bunte Dach der Petrikirche. Nach einem kurzen Blick über den Blubach mit der alten Mühle und daneben dem äußeren Frauentor geht es den Petri-Steinweg hinab bis zur alten Straße hinter der Haarwand. Dort endet der knapp fünfminütige Ausflug in das Jahr 1978. Kommen wir zum Jahr 1989. Damals wurde bereits auf VHS gefilmt und die Bilder hatten auch Ton. Für uns Ossis etwas ganz Besonderes, da es solche Geräte zum Selberfilmen in der ehemaligen DDR nicht gab. Nicht nur bei der Familie Krohn, auch bei meiner Verwandtschaft ist mir aufgefallen, dass eigentlich bei jedem Besuch dieselben Örtlichkeiten angelaufen wurden. Allerdings kann man dadurch auch die Veränderungen oder auch Nichtveränderungen gut vergleichen. Hier sind wir wieder auf dem Weg vom Schwanteich zur Popperöder Quelle und wieder zurück. Schön. Ich würde sagen, ein schönes Erlebnis. Ja.
Dem geneigten Betrachter werden sicher die Stahlgittermasten der ehemaligen Straßenbahn aufgefallen sein. Sie zierten auch 20 Jahre nach dem Ende der Bahn den Weg und gehören demzufolge in die Rubrik Nichtveränderung. Die Außenanlagen der Kulturstätte Schwanteich waren dagegen gut gepflegt und auch das beliebte Terrassencafé war gut besucht. Strandkörbe standen damals noch im Bad der sozialistischen Jugend und der Spielplatz wie auch die Boote wurden gern und oft genutzt. Wie im 1978er Film auch, können wir wunderbar Filmsprünge machen, hier an den Blobach. Das Gasthaus Drei Rosen war damals schon geschlossen und harrte dem Verfall. Anders im Jakobiviertel, dem sogenannten Joxum. Hier war immer noch eine Großbaustelle. Das Bachbett der Schwemmleute wurde verlegt, die alte Pfeffermühle abgerissen, jede Menge Neubauten errichtet und ganz nebenbei die historische Bausubstanz dieses Stadtviertels größtenteils einfach zerstört. Der Untermarkt von oben. Auch der Hauptplatz der Unter- bzw. Altstadt hat schon viel über sich ergehen lassen müssen, was sich auch nach der Wende fortsetzte. Wenn es möglich gewesen wäre, hätte man sicher auch die Wieblasi umgesetzt. Verschwunden ist aber heute die Meißners Mühle in der Meißners Gasse. Dort ist jetzt ein Parkplatz. Ein Blick entlang des Obermarktes und die Fortenstraße hinab, schon sind wir gegenüber der ehemaligen EOS Erich Weinert an der Burg. Der nächste Filmsprung führt uns in das innere Frauentor und auf den Wehrgang. Immer wieder schön ist ein Blick vom 31 Meter hohen Rabenturm, der ursprünglich Adlerturm hieß, auf Mühlhausen und Umgebung. Also, jetzt machen wir uns mal dünn. Geht? Von hier geht es weiter am Antonius-Hospital vorbei und durch den Hospitalturm hindurch zu einer Ausstellung in einem der Gartenhäuschen auf der Stadtmauer. Dort lauschen wir wenigstens teilweise den Ausführungen der Museumsangestellten. Altersheim ist nicht mehr da hinten, nicht? Doch, so. Zum Teil ist noch Altersheim. Ach so. Viele denken, es sind gepresste Blumen. Ja. Das kommt so gar nicht zur Geltung. Das ist ja wirklich wunderbar. Soll ich es hinlegen, geht es besser? Sie müssen allerdings trennen. Die Stadtmauer zur Verteidigung im Mittelalter, im 12. Jahrhundert und der Biedermeier 600 Jahre später, im 18. Jahrhundert, ja. In der Biedermeierzeit, das war die Zeit, wo Herr Rübling schon nach den USA ausgewandert ist, um dort seine Hängebrücke-Brücke zu bauen und die Menschen sehr der Welt gegenüber sehr aufwendig in Zeichnen. Das sind Bilder aus dem 17. Jahrhundert, auf Holz gemacht und scheinbar auch, war schon jemand in Afrika, sind schon hier. Die erzählen auch das, was sie gesehen haben, gell? Hier sieht es aus, als wäre schon mal einer in Indien oder wo gewesen wäre. Ach so. Es ist nicht alles reine Fantasie. Jetzt, wenn Sie unten reinkommen, hier unten, dann befinden Sie sich im 12. Jahrhundert im Mittelalter. Das ist die Zeit, und Thomas Münzer und mit Turnschuhen, Lederkoller und so weiter. Und da kennen Sie sehr gut, das hat man selten,
vom 12. Jahrhundert ins 18. Jahrhundert. Ja, der Kontrast. Hier stellen Sie sich vor, die Damen des Biedermeiers mit Reifröcken, schon sehr interessiert an allen. Jetzt finden wir noch so schön in Ordnung. Ende des begehbaren Teils der Stadtmauer war damals der Sackgassenturm, von dem aus es nur ein paar Schritte sind bis zur Holzstraße, in der uns eine Gruppe Sowjetsoldaten entgegenkommt. Mit dem Sonntagsgeläut empfängt uns St. Marien und lässt uns einen Moment verweilen. Ein kurzer Blick in das Schaufenster des ehemaligen Kontaktkaufhauses am Steinweg und schon sind wir mit dem nächsten Filmsprung am Mühlhäuser Bahnhof angekommen. Soll ich mal am Bahnhof gehen, wie du filmst, gell, Bahnhof? Diese etwas schrägen Aufnahmen zeigen die Schalterhalle des damaligen Bahnhofs und die Bahnsteige. Gefilmt wurde heimlich, die Kamera unter den Arm geklemmt, da es zu DDR-Zeiten verboten war, Betriebe, Bahnhöfe, Flughäfen oder strategisch wichtige Einrichtungen filmisch festzuhalten. Und wieder ein filmischer Sprung, der uns an den Stadtwald nach Peterhof führt. In dieser heute immer noch beliebten Ausflugsgaststätte war Film wieder erlaubt. Zu sehen sind hier der Biergarten mit Musikpavillon. Irgendwann wurde es dunkel, der Tag ging zu Ende und man verabschiedete sich vor dem Hotel Stadt Mühlhausen am Untermarkt, der damals noch Wilhelm-Pieck-Platz hieß. Den Abschluss dieses kleinen Filmausfluges in das Jahr 1989 bilden Aufnahmen der Karl-Marx-Straße. Ja. Heute nicht mehr zu sehen ist die Werbung am Haus gegenüber der Thomas-Münzer-Schule. Schluss und letztes bewegtes Bild, der Hauptweg des neuen Friedhofs in der Eisenacher Landstraße. Damit sind wir fast am Ende angekommen. Die letzten 9 Aufnahmen zeigen noch einmal einige Stationen des Films, so die Görmer Straße und die Baustelle im Jakobiviertel Badergäßchen. Diese Werbung der Mühlhäuser Firma IC Hartung war an der Brückenstraße zu sehen. Heute ist die Sackgasse und der Sackgassenturm etwas verwaist. Damals, vor der Wende, mussten alle Besucher der Wehranlage diese beschauliche Gasse passieren. Nicht allen Anwohnern war das so recht. Der Obersteinweg mit der Buchhandlung und dem frisch renovierten Kontaktkaufhaus an der Ecke zur Linsenstraße. Die
die Spiegelsgasse als eine der Verbindungen von der Wahlstraße zur Herrenstraße. Mit dem Jakobistieg sind wir wieder im Joxer und schauen einmal nach Norden zur Wahlstraße und dann Richtung Süden auf die Jakobikirche. Den Abschluss bildet dieses Foto der Görmerstraße, das vom Dach des ehemaligen Hotels Stadt Mühlhausen aufgenommen wurde. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, die alten Schätze haben Ihnen gefallen. Mein Dank geht an dieser Stelle nochmals zu Gerhard Krohn, der mir und damit auch uns allen diese Aufnahmen zur Verfügung gestellt hat.